Ja, willkommen zurück, ihr wunderschönen Menschen. Wie ihr seht, diesmal nicht aus der Cowboykirche und nicht aus Missouri, sondern ich vlogge auch aus Kalifornien, also meine zweite Fallstudie, Church of Scientology, was für viele wahrscheinlich super spannend sein wird. Wir wollen aber vorher das so ein bisschen framen. Wir möchten über neue religiöse Bewegungen ein bisschen sprechen, euch was dazu erklären, auch mal so ein historisch so ein bisschen herleiten, weil ja der Diskurs ein bisschen aufgeladen ist oder er war besonders aufgeladen war. Und dazu habe ich mir einen wundervollen Diskussionspartner geholt, Dr. Martin Rademacher, mein alter Mentor und immer noch Mentor. Also alles, was ich weiß, habe ich von Martin gelernt. Möchtest du dich auch kurz vorstellen, was du inhaltlich machst? Ja, gern. Ich freue mich, dass wir uns heute unterhalten, Anna. Martin Rademacher ist mein Name. Ich bin Religionswissenschaftler hier am CERES und beschäftige mich überwiegend mit der religiösen Landschaft in Europa und Nordamerika in der Gegenwart, also sagen wir seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Ja, und deswegen ist Martin auch dabei, also alles, was so neue Religiosität, Moderne angeht, sei da der Go-To-Guy. Ja, neue religiöse Bewegung ist ein Standardbegriff in der Religionswissenschaft und um den Hintergrund ein bisschen zu verstehen, muss man eigentlich beschreiben, wovon dieser Begriff sich abgrenzt. Im Grunde ist das der Versuch, einen neuen Begriff für eine schon viel länger bekannte Sache zu finden, nämlich ein Phänomen, das man früher als Sekten, Kulte oder ähnlich bezeichnet hat. Und man hat früh gemerkt, da ist eine stark bewertende Konnotation dabei. Und die Religionsforscher und Forscherinnen haben dann gesagt, wir brauchen eigentlich einen besseren Begriff, einen, der weniger vorbelastet ist. Und haben dann vorgeschlagen, neue religiöse Bewegung. Muss man ein bisschen in die 1950er Jahre zurück, würde ich sagen, wo schon so ein bisschen Unmut in der Gesellschaft war. So die ersten Anti-Atom-Kampagnen sind so aufgeblüht und dann hat es sich zugespitzt, 1960er und dann 68er Bewegung, wo wirklich Menschen, besonders der Mittelschicht, auf die Straßen gegangen sind, protestiert haben gegen Vietnamkrieg, gegen das alte Normwertesystem, aber auch gegen die, zum Beispiel gegen die Kirchen. Aber mit dem Wunsch, und das ist auch ganz wichtig, für was neue religiöse Bewegungen sind und so, Verbesserung. Also man wollte Sachen besser machen, man wollte eine bessere Zukunft für sich selber haben. Da wir ja über Scientology sprechen, war ja die Idee oder das, was besser gemacht werden sollte oder die Kritik von L. Ron Hubbard, was ja der Gründer von Scientology ist, seine Kritik war gegen psychiatrische Einrichtungen, weil zu dieser Zeit in den 1950er Jahren ja Praktiken durchgeführt werden, die man durchaus kritisch sehen kann, also Lobotomie zum Beispiel, wo man einfach Leuten Gehirnhälften rausgeschnitten hat mit der Hoffnung, dass die jetzt keine Panikattacken mehr haben. Und er hat dann gesagt, so, ich habe hier Untersuchungen gemacht, ich habe geforscht und ich habe den sogenannten reaktiven Verstand quasi gefunden. Und über diesen reaktiven Verstand hat er ein Buch geschrieben, das ist Dianetik, das kennen wahrscheinlich auch einige oder zumindest hat man das schon mal gehört. Und in diesem Buch beschreibt er halt so eine Methode oder einige Methoden, wie man reaktiven Verstand sozusagen, ich würde mal sagen, überwinden kann und sozusagen clear wird. Ja, also jetzt sind wir so 1970, 1975, irgendwo 70er, 80er, viele NRMs sind aufgeplöppt. Und im Zuge dessen hat sich wie eine, nicht eine Gegenbewegung, aber auch nochmal eine Bewegung gegründet, die Culture Awareness Movement oder nachher ein Network. Ja, das war, muss man ein bisschen verstehen, das waren besorgte Familienangehörige, Eltern von Kindern, erwachsenen Kindern, muss man sagen, die diesen Bewegungen beigetreten sind, mit dieser Euphorie sozusagen. Und die haben gesagt, okay, wir verstehen das gar nicht, weil mein 16-jähriger Junge und mein 16-jähriges Mädchen, die wären niemals irgendwie damals da beigetreten. Jetzt erzählen die, dass die in der Kommune leben und dass die da gärtnern und meditieren. Das verstehen wir nicht. Ne? Die müssen, und jetzt kommt das Problem, oder dieser, was dann entstanden ist, die müssen doch entführt worden sein, man hat die uns einfach weggenommen und die werden gebrainwashed sozusagen. Du hast gerade den Begriff Brainwashing aufgebracht. Und die Frage, die dann aufgestellt wurde, was ist das eigentlich? Gibt es wirklich Brainwashing? Mhm. So. Und da ist jetzt die Religionswissenschaft, ich sag mal, erstmal in der relativ bequemen Situation,
sagen zu können, wir schauen mal, wie dieser Begriff von wem, warum und mit welcher Intention verwendet wird. Mhm. Und die Beobachtung ist dann, okay, Brainwashing wird gesagt, wenn Menschen eine Aktivität beschreiben wollen, die sie als gefährlich empfinden. Ja, da passiert was mit unseren Kindern und wir haben Angst davor, wir wollen das nicht. Da kann man als Religionswissenschaftlerin oder Religionswissenschaftler dann erstmal hellhörig werden. So, ja, das ist interessant. Nur was genau jetzt psychologisch oder auch kognitiv sich hinter diesen sehr vielfältigen Prozessen verbirgt, das können und müssen Religionswissenschaftlerinnen und Religionswissenschaftler eigentlich nicht beantworten. Ganz allgemein, ganz soziologisch geframed, passiert beim Eintritt in eine neue Gruppierung, egal ob religiös oder anders, im Grunde eine Sozialisierung. Ja, ich trete dort ein und ich lerne ein neues Weltbild kennen. Das wirkt sich auf meine Gefühlslagen aus, auf meine Bedürfnisse. Das wirkt sich auch darauf aus, mit wem ich denn außerhalb der Gruppe noch interagiere. Wenn dabei dann auch, was ja in der Geschichte passiert ist, Dinge passieren, die Freiheitsrechte beeinflussen, ja, also irgendwie, oder auch Zwang und Machtausübung und autoritative Strukturen, dann kann das von Außenstehenden oder auch von Mitgliedern dieser Gruppierung ja mit vollem Recht auch als negativ und gefährdend empfunden werden. Die haben sich natürlich ja gewehrt, also im Sinne von zum Beispiel ihren Mitgliedern dann gesagt, hey, wir haben jetzt hier gehört oder auch schon mitbekommen, dass in Movement XY Leute einfach rausgezergelt wurden, obwohl die gar nicht gehen wollten. Wenn jetzt deine Eltern anrufen oder deine Oma anruft, dann gehst du mal besser nicht dran. Und wenn die eine Weihnachtskarte dir schicken, dann ist das wahrscheinlich eine Falle, weil du austreten sollst. Ne? Das heißt, die haben darauf reagiert. Ne? Und wenn wir jetzt mal versuchen, das zu vergleichen, die Situation in Deutschland und in den USA, dann trifft man natürlich erstmal auf eine ganz andere Religionslandschaft. Mhm. Also in Deutschland haben wir traditionell eine starke Position der sogenannten Volkskirchen, die auch durch also Gesetze und Verträge sozusagen abgesichert ist. Die sind in einer etwas privilegierteren Situation als andere Religionsgemeinschaften. In den USA hingegen haben wir im Grunde von Anfang an eine religiöse Vielfalt und keine staatlich sozusagen regulierten Ansprechpartner. Jede große Kirche ist im Grunde ein Verein, in Anführungszeichen, unter vielen anderen. Und die Situation in Deutschland führt eben auch dazu, dass der Diskurs über neue religiöse Bewegungen anders ist. Ja? Also da gibt es dann die sogenannten Sektenbeauftragten in den großen Kirchen, die dazu Stellung nehmen und das natürlich, und auch mit, sie haben das volle Recht dazu, das aus einer theologischen Perspektive heraus zu tun, ethisch bewertend. Also wir haben das gemacht, was wir immer gemacht haben, oder Kolleginnen haben gemacht, das, was sie immer machen. Sie haben gesagt, oh, es gibt ein Phänomen, da sind jetzt neue religiöse Bewegungen, die grenzen sich offensichtlich ab zu dem, was wir vom Christentum kennen, vom Islam und so weiter. Da gucken wir uns das doch mal an. Aileen Barker zum Beispiel hat sich die Moonies angeguckt, das ist immer so dieses Paradebeispiel, und wollten einfach mal ihre Forschung einfach durchführen, Interviews, teilnehmende Beobachtungen. Ja, was ist dann passiert, als auch die WissenschaftlerInnen auf den Plan getreten sind, sozusagen eigentlich das, was uns weniger passiert in der Forschung, bei Themen, die weniger aufgeladen sind. Die WissenschaftlerInnen sind in diesen Diskurs mit reingezogen, weil dann Aileen Barker, Gordon Melton, James R. Lewis festgestellt haben, okay, wir haben jetzt Interviews geführt, wir haben teilnehmende Beobachtungen gemacht, aber das, was zum Beispiel das Cult Awareness Network sagt, das geht konträr mit den Daten, die wir erhoben haben. So, und dann ist das passiert, was eigentlich etwas unschöner ist, auch für uns in der Wissenschaft. Man hat den WissenschaftlerInnen gesagt, okay, also gerade von dem Cult Awareness Network, die Daten, die ihr habt, ihr seid doch selber Mitglied. Ihr seid auch brainwashed. Das, was ihr habt an Interviewmaterial, ist subjektiv beeinflusst. Ihr seid pro, ihr kennt den charismatischen Führer. Das sind keine wahren Daten. Und dazu möchte ich ergänzen, dass wir ja, genau wie die Naturwissenschaften auch, und das würdest du ja auch sagen, Martin, wir haben ja ein Skillset, wir haben Tools, wie wir Daten erheben. Wir gehen nicht einfach dahin und hören uns irgendwie random irgendwas an, sondern wir müssen unsere Daten ja auch valide halten. Und das ist so auch dann, um diese Argumentation noch mal ein bisschen zu zeigen, das, was wir da machen, auch
nicht richtig ist, aber einer ist es regelgeleitet. So aus meiner Wahrnehmung haben wir eigentlich die Hochzeit dieser Phase Ende der 80er und in den 90ern. Und auch in Deutschland war das eine heiße Phase, also die sogenannte Sektendebatte. Und sogar der Bundestag hatte sich damit befasst. Es gab eine Enquete-Kommission über, ich weiß nicht, wie sie hieß, Sekten und neue Religionen oder sowas. Die übrigens auch ganz offiziell zu dem Schluss gekommen ist, dass wir den Begriff Sekte nicht mehr verwenden sollen. Das nur als Fußnote. Heute sehe ich das aber ein bisschen, also zumindest meine Wahrnehmung des Diskurses ist, dass sich die Situation etwas mehr entspannt hat. Es sind einfach jetzt mittlerweile auch global ganz andere Themen an der Tagesordnung und die eigentlich sehr normale Entwicklung solcher Bewegungen besteht ja auch darin, dass dieses Anfangscharisma und dieser ganze Hype sich mehr und mehr abflacht, dass es bürokratische Strukturen übergeht, dass die Gründerpersonen irgendwann versterben und deshalb, zumindest meine Wahrnehmung, haben wir heutzutage eigentlich nicht mehr so diesen sehr aufgeladenen, heißen Diskurs. Religionswissenschaft als Wissenschaft ist im Grunde nicht dafür konzipiert, Bewertungen vorzunehmen. Mhm. Also Religionswissenschaft bildet nicht Menschen aus, die dann am Ende sagen können, die Religion ist super, die Religion ist schlecht. Das ist einfach nicht die Aufgabe. Religionswissenschaft soll das Wissen über Religionen und religiöse Traditionen erzeugen, systematisch auswerten und allgemeine Schlussfolgerungen ziehen darüber, wie Religionen entstehen, wie sie sich entwickeln, wie sie sich zu ihrer Umwelt verhalten. Aber erstmal ohne den Anspruch zu sagen, das ist gut oder schlecht. Mhm. So, aber gerade bei diesem Thema, was wir jetzt diskutieren, neue religiöse Bewegungen, kommt diese Frage immer wieder und auch zu Recht von der Öffentlichkeit. Mhm. Die sehen Religionswissenschaft, ihr kennt euch damit aus, sagt doch mal, sind die eigentlich gefährlich? So, und dann ist das ist eigentlich genau der Knackpunkt der Debatte. Wie geht man darauf ein? Wir können als Religionswissenschaftler oder Religionswissenschaftlerin sagen, ich habe hier meine Methoden, ich habe meine Begriffe, Konzepte, ich kann das Wissen erzeugen, ich kann mehr oder weniger genau erklären, was da passiert. Aber wenn du wissen möchtest, ob das gut oder schlecht ist, dann musst du im Grunde jemand anders fragen, jemand, der das ethisch oder moralisch oder auch rechtlich einordnen kann. Also wenn man mich als Privatmensch fragt, was ich jetzt von irgendeiner neuen religiösen Bewegung halte, dann habe ich dazu eine Meinung, die ich moralisch begründen kann, die ich auch irgendwie, ich kann sagen, da passieren strafrechtlich relevante Dinge, also rufe ich die Polizei. So, das ist so banal, dass man es fast gar nicht mehr sagen muss, aber es ist trotzdem wichtig, das zu sagen. Weil sozusagen die Zumutung an uns als forschende Personen immer ist, das auseinanderzuhalten. Mhm. Also wir wollen wissenschaftlich arbeiten, aber natürlich haben wir als Privatmenschen auch eine Meinung, die ja auch sehr stark sein kann. Aber sie spielt für das wissenschaftliche Arbeiten keine Rolle. Was wir ja jetzt versucht haben zu machen, indem wir uns hier unterhalten, ist eigentlich sozusagen die Bühne vorzubereiten für deine Berichte aus dem Feld, aus der Feldforschung, um das so ein bisschen einzurahmen, wie man das dann auch als Zuschauerin und als Zuschauer zu verstehen hat. Warum gehst du da hin? Warum sprichst du mit Scientology? Warum redest du mit denen über Mediengebrauch? Genau, und das ist auch ein wichtiges Stichwort mit dem Mediengebrauch, weil alle, die jetzt meinen Vlog geguckt haben vorher und die nicht, geht auf das allererste Video zurück, was Tim jetzt hier so verlinken wird. Da verlinken wird, ich muss dahin zeigen. Geht es mir ja weniger um jetzt irgendwelche Aussteigerberichte oder um Cult Awareness Network und um Dianetik an sich, sondern ich interessiere mich für Bilder und Medien. Ja? Wie präsentieren sich oder repräsentieren sich neue religiöse Bewegungen, in dem Fall eben Scientology oder auch die Cowboykirchen, über Bildern? Wie benutzen die Internetseiten? Was bedeutet das aber für die Bewegung selber? Was macht das mit den Menschen? Also all das, was ihr gerade schon so ein bisschen diskutiert habt. Was bedeutet das für die Gruppe irgendwie? Haben die selber Bilder zu Hause hängen und so? Das ist meine Fragestellung. Also ich mache eigentlich das, was ich vorher auch bei der Cowboykirche auch gemacht habe. Ich werde Bilder machen, ich werde die Scientologen befragen, ich stelle die gleichen Fragen, ich mache nichts anderes. Und eine Sache, die ich glaube ich noch ergänzen muss, ist, das habe ich auch im allerersten Vlog gesagt, dass ich ja zwei Fallstudien habe, die sich komplett voneinander unterscheiden. Also die haben inhaltlich und auch was das Heilsversprechen angeht,
überhaupt nichts miteinander zu tun. Und zum Beispiel, ich habe ja auch Kontakt mit Scientologen hier in Deutschland, die wissen auch, was Kauberkirchen meine zweite Fallstudie ist. Und die Kauberkirchen wussten auch, dass die Scientologen die andere Fallstudie ist. Und dann haben die mir gesagt, ja, solche Bilder haben wir aber nicht. Und das ist auch der springende Punkt, was man auch in der Wissenschaft gerne macht. Man nimmt sehr stark konträre Beispiele, um dann ein Phänomen zu zeigen, dass Bilder eventuell genauso funktionieren, obwohl die Gruppen komplett anders sind. Ne? Und das ist ein wichtiger Punkt, warum ich mir auch Scientology angucke und warum ich auch denke, dass interessant ist, das über so ein Vlog-Format zu zeigen, weil die Feldforschung wird auch anders. Das sind andere Menschen. Nicht, weil die gut oder böse sind oder so, das haben wir jetzt drüber gesprochen, sondern weil die einfach vom Typ her anders sind. Ja, die werden wahrscheinlich nicht reiten. Die werden keinen Kaube, also ja, als Hobby vielleicht, aber die werden jetzt nicht in die Scientology-Kirche in Ventura reinreiten, ihr Pferd da hinstellen und sich taufen lassen in einem Trog. Also das muss man wissen, aber das hat jetzt nichts mit irgendwie, das Martin gesagt, mit einer Wertung oder so zu tun, sondern es ist einfach interessant und spannend, diese Beispiele nebeneinander zu stellen. Das ist auch wichtig, dann auch mal zu zeigen oder ich glaube auch interessant. Und da haben wir geplant, das sind so 5 bis 6 Videos. Es kommt natürlich auch immer auf die Menschen vor Ort an. Das ist wie bei dem anderen Vlog auch. Das kann ich ja nicht garantieren, was ich da filmen kann oder was ich da nicht filmen kann. Das ist ja bei Feldforschung generell die Sache. Das muss man dann vor Ort sehen. Aber ich glaube, ich werde trotzdem da gute Eindrücke mitbringen und würde euch gerne da auf die Reise mitnehmen.